22 juni 1941. Privéopname van een Duitse soldaat. 2:30 's morgens. Een half uur later begint de aanval op de Sovjet-Unie. Als de krieg aanvangt, wollten wir noch flüchten. Aber mein Großvater sagte, was ist dabei, wenn die Deutschen kommen? Ich kenne die vom Ersten Weltkrieg. Das sind sehr kulturelle Leute. Überhaupt, was war schon höher als deutsche Kultur? Alles moet verwoest worden. Een vernietigingsoorlog. Man, es hat doch vor dem Russlandfeldzug also Befehle gegeben, der Gegner ist kein Mensch, das sind Untermenschen, Slawen und Juden, das sind Untermenschen, die müssen ausgerottet werden, damit wir Lebensraum haben. Und es gab sehr Leute, die ich als Flieger, als Soldaten außerordentlich bewundert haben, die hatten die Vorstellung, sie werden nach dem Kriege Rittergüter an der Schwarzmeerküste bei Odessa haben und ihre russischen Leibeigenen prügeln. Dit is de oorlog die hij altijd al had gewild. Maar hij geeft de Joden de schuld. Zij spannen tegen hem samen. Damit aber ist nunmehr die Stunde gekommen, in der es notwendig wird, diesem Komplott der jüdisch-angelsächsischen Kriegsanstifter und der ebenso jüdischen Machthaber der bolschewistischen Moskauer Zentrale entgegenzutreten. Man hatte gewusst, es wird Antisemitismus geben. Man hatte gewusst, es werden Repressalien sein gegen Juden. Aber dass ein glatter Mord passieren wird, auf Volksvernichtung, das haben wir nie gehabt. Niet alleen om levensraum. Gewone soldaten worden aangezet tot het plegen van oorlogsmisdrijven. Deze tegenstander moet vernietigd worden. Gevangen genomen politici worden vermoord. Het gaat om duizenden mensen. Die Engländer in Nordafrika waren Gegner. Die Franzosen waren auch Gegner von uns. Wir haben sie nicht als Feinde empfunden. Die Russen, die Sowjets, nicht die Russen, die Sowjets waren Feinde. Und zwar erbitterte, auch ideologische Feinde. Vijanden, die in Gevangenschap van Honger omkomen. Binnen één jaar 2 miljoen. De bezetters mogen geen genade kennen. Ze moeten heersen over leven en dood. Er war ein Hauptmann, der erschoss Plünderer. Oder diejenigen, die er meinte, sie seien Plünderer. Und die ließ er dann an Ort und Stelle liegen. Und darunter war ein Jude, der lag in der Mitte zwischen zwei anderen. Und meine Soldaten erzählten mir, dass der Jude noch lange, lange gelebt hat und das habe ich mir angeschaut. Und er lebte noch damals, lag aber im Koma und als ich dann nochmal zurück bin, war er tot. Pančevo in Joegoslavië. Dagelijks worden er in de bezette gebieden burgers vermoord. Diese Art, das war etwas, was sich mir auch eingeprägt hat. Diese Selbstherrlichkeit der Richter und Henker gleichzeitig zu machen. Sowjetmacht ist gleich an Joodse Macht. So scheppen die Propagandisten das Bild von einem gehaten Feind. Diese Horden, unter ihnen ungezählte Juden, sollten in Marsch gesetzt werden, um die deutschen Städte und Dörfer in Schutt und Asche zu legen. Sie hätten ein Blutbad ohnegleichen unter unserer Bevölkerung angerichtet. Teilweise wurde es auch gesagt, man muss die Juden vernichten. Ich meine, das war dann inzwischen schon also eine akzeptierte
Grundthese. Die jüdischen Bolschewisten, der jüdische Weltkommunismus, das ist unser Feind und gegen den ist jedes Mittel recht. Het Duitse leger rückt op. 3 Millionen Mann. Hitler will, dass die Sowjetunie in der Herbst veroverd ist. In het voetspoor van de soldaten volgen speciale SS- en politietroepen. Ze hebben als opdracht de zogeheten Joods-Bolshevistische intelligentia te vermoorden. Lieber Kamerad Haas, Sie können froh sein, dass Sie nicht zum Einsatzkommando, zu einem Einsatzkommando einberufen wurden, denn das ist eine grausame, aber erforderliche Arbeit. Sportfeest van de SS in Berlijn. Degene die opdracht geven tot moord, ontspannen zich. Heydrich, hoofd van de speciale SS-troepen. Himmler, hoofd van de SS. En Dalüge, generaal van de speciale politieeenheden. Het bevel tot moord geldt vooral Joden. Voor begin des Russlandfeldzuges is er schon die Weisung gekommen, Aufstellung der Einsatzkommandos, wobei nicht die Rede war natürlich noch von Mord in dem Sinn, sondern im Ausschaltung der Juden, also sich bald herausstellt, dass praktisch nur möglich ist mit physischer Vernichtung. Juli 1941, Litauen. Speciale politieeenheden in actie. Beelden die nog niet eerder te zien waren. Ze zoeken Joden, registreren hen, brengen hen bijeen. Angst. Angst. Angst, weil man hat gesehen zum ersten Mal einen Mord. Nicht nur eine Verfolgung. Eine Angst, was mache ich jetzt? Es war nichts, gar nichts zu machen. Jonava, Litouwen, juli 1941. Het leger helpt bij de jacht op Joden. Soldaten van de luchtmacht dragen hun slachtoffers over aan de moordcommando's van SS en politie. Man is van huis zu huis gegaan en had ze rausgeholt van de woningen, ohne die vrouwen, ohne die kinderen. Man hat sie zusammengruppiert am Markt und dann mit Lastwagen abtransportiert in den nächsten kleinen Wald hinter einer Kaserne. Man hat sie dort erschossen. Wachten auf den Tod. Duizenden Morden al in den ersten Wegen. Die Leiders von den speziellen Einheiten dienen ervoor zu sorgen, dass alles, zoals es heet, vlekkeloos verloopt. Die waren immer ganz still. Ich habe kein Schreien gehört. Ich habe kein Jammern gehört. Die wurden von den Deutschen zwar angetrieben, aber auch meistens ohne irgendein Geschrei. Es war so eine Todesstille, könnte man sagen, die über dem Ganzen lag. Etwas sehr Bedrückendes. Riga, juli 1941. SS'ers van de commando-eenheid A dwingen Joden hun eigen graf te delven. Irgendwann mal hörte ich auf Posten stehen ein unendliches Wegeschrei in weiter Entfernung, je nachdem, wie der Wind das einem zuzieht. Anfangs habe ich mir da keine Vorstellung gemacht, aber das wurde immer unheimlicher, immer apokalyptischer. Und Vorbeigehende haben dann auch gesagt, da wird Gewalt den Juden angetan. Ook de bondgenoten doen mee met de moordpartijen. Amateurfilm van het Roemeense deel van het front. Da steht rechts vor mir, vielleicht 7, 8, 9 Meter weg, ein Lanzer.
mit einer Maschinenpistole, so lässig im Arm, und guckt gebannt nach unten. Und dann traf mich der Schock. Dagda, Litauen, Juli 1941. Direkt unter mir war ein Bub und vielleicht 6 Jahre. Und der griff immer nach rechts. Ich nehme an, sein Vater stand. Und dann nahm der Mann hinter ihm die Pistole, gab ihm einen Genickschuss. Und einen Fußtritt. Befördert ihn mit dem Fußtritt in die Grube. Het bevel luidt dat de volwassen mannen moeten worden vermoord. En daar was de grens bij mij bereikt. En de kleine jongen begeleidt mij heute nog. Veel meer mensen worden vermoord dan de bedoeling was, uit haat tegen de Joden. I was awakened because there was part of the city that was in flame. And it was not in our part, but we looked through the windows and the sky was red. We didn't know what it was at the time, but we knew that the Grand Synagogue was in that part of the city. And we assumed the worst. Overal staan synagogen in brand. In het godshuis van Bialystok heeft de politie ook vrouwen en kinderen opgesloten. Some individuals had managed to break out, I don't know how, through a window, that some children were thrown out in the hope that maybe they would survive, but that they were all systematically machine gunned. And as far as I know, no one who had been on the inside of that synagogue that night had come out alive. De ochtend na de moord. De staf van de 23e Infanteriedivisie bij Bialystok. Er wordt toilet gemaakt. Weten zij wat er de afgelopen nacht is gebeurd? Auch wir haben uns um die Juden nicht gekümmert. Wir wussten gar nicht, ob da Juden im Dorf waren. Es interessierte uns gar nicht. Es interessierte uns unser Auftrag. Die und die Linie sollten wir besetzen und sehen, ob die feindfrei war. Was dazwischen war, interessierte die. Wir haben aber auch nichts davon gehört. Ich habe nicht von irgendeiner Erschießung, sei es von Juden oder Zigeunern oder irgendwelchen Zivilisten, während des Vormarschs 41 gehört. Veel Soldaten weten wel, was in het Achterland gebeurt. Ze doen of ze niet zien. Wenn man im Einsatz ist, dann ist alles, was unbedeutend verliert, seine Bedeutung. Nur das, was der Feind tut, wie man mit dem Feind umgeht, wie man mit ihm fertig wird, wie man also wie man überleben kann und so weiter. Das ist das Einzige, was einen vollkommen ausfüllt. Irgendetwas anderes denken kann man dann nicht. De Russen verzetten zich hevig. Ook op het slagveld escaleert de strijd. Am Abend dieses Tages, da habe ich im Gespräch mit meinem Divisionskommandeur, nicht? Gesagt, Herr General, das wird ein anderer Krieg als den, den wir kennen und wollen. Kaunas, Litouwen, juli 1941. De Duitse intocht gaat ook hier gepaard met moord op de Joden. Mein Vater ging auf der Straße, um sich erkundigen, ob man noch irgendwie entrinnen kann. Und seitdem ist er verschollen. Wir haben ihn mehr nicht gesehen. Vermuten, dass irgendwo von den Litauern
verschleppt wurde oder erschossen wurde. Keiner hat ihn gesehen, keiner weiß, was sein Schicksal war. Een Duitse soldaat ziet hoe Joden door plaatselijke antisemieten worden vermoord. En dan kwam ik op naar de plaats waar dat gebeurd is. Riese mensenmenge, vrouwen met kleinkinderen op hun arm. De fotoreporter heeft zijn camera bij zich. Oh, hoek. Met reprechtstangen. Haf, hoef. Klagen. Schädel. Er ligt. Onder omstandigheden had er daar ook nog op den op een boot geslagen. Per galva ir per veidą. Šį šliauką. Kaip su šliauką. Ir kada žmogus buvo be sąmonės, jisai atsigavo, atvėrė akis ir dar kažką tai norėjo sakyti ir ant jo pradėjo pilti vandenį. Kada užpylė tą vandenį, ant jo jisai vėl prarado sąmonę. Po to jis vėl atgavo sąmonę ir vėl įlupo. De speciale eenheden hebben ook bevel om pogroms, zoals in Kaunas, te stimuleren. Und ich werde mich hüten als Alleinstehender, wenn da so Haufen da sind. Und wir hatten Anweisung, uns in nichts einzumischen, was die Litauer betrifft. Juli 1941. Het leger trekt Lemberg binnen, het tegenwoordige Lviv. Evenals in de Oostzeestaten worden ook in de Oekraïne de Duitsers als bevrijders ingehaald. In de gevangenissen van de stad heeft de terreur van Stalin slachtoffers gemaakt. Zum Teil waren sie blutverschmiert. Ich meine, die Russen hatten in den Keller hinein Handgranaten geschmissen. Die hatten mit den Maschinenpistolen reingeschossen. Sie hatten dann die Fenster zugemauert, dass der Rest, wer wahrscheinlich noch ein bisschen lebte, erstickt ist. Duizenden politieke Gevangenen. Slachtoffer van de Russische geheime dienst. Duitse ooggetuigen worden in hun mening gesterkt. In dem Augenblick hatte ich das Gefühl, dass der Krieg gegen die Sowjetunion doch nicht ganz grundlos war. Denn man hat sich gesagt, solche Leute müssen an solchem Tun gehindert werden. Diese Ukrainers denken, dass die Joden schuldig sind an den Morden. Sie lassen hen die Leichen bergen. Door dit gerucht te verspreiden, wakkert de SS de haat tegen de Joden aan. I think that it was used as a propaganda to excite, to instigate the local population against the Jews by telling them the Jews killed your people. It's not true. If they were tortured and killed, they were tortured and killed by NKVD, by the secret Russian police. Maar de campagne is doeltreffend. Joden worden op straat vermoord. Ukrainians were coming from the villages, from the neighboring villages. They were coming with axes and knives and all kinds of
kitchenware that was very dangerous. And they were standing everywhere. There was a feeling in the air that something bad is going to happen. De pogrom van Lemberg. In 3 dagen worden duizenden Joden mishandeld en vermoord. I was one of them. I had blood in my veins. I went to school with my friends, Poles and Ukrainians. We were friends together. We had fun together. We danced and sang together. All of a sudden, we were not people anymore. We were just Jews. Voor deze man is elk middel geoorloofd om de haat tegen het zogenaamde moordzuchtige kartel van Joden en Bolsjewisten aan te wakkeren. Vindt hij weerklank? Ja, maar toch in de eerste fase war das eine gewisse Begeisterung ist falsch, aber eine Phase, in der man einigermaßen aus guter Überzeugung mitmachte. Und bei der Gelegenheit hatte man diese zum größten Teil junge Leute noch die Überzeugung, in den Juden einen Weltfeind zu sehen, zusammen mit den Bolschewisten. Und deshalb wurde damals auch akzeptiert, wenn hier und da eben Erschießungen vorkamen, gut, es waren vielleicht wenige, die das gut geheißen haben, aber man hat es immerhin hingenommen. Lipaja, Letland, juli 1941. De Duitse marine neemt in deze havenstad aan de Oostzee het commando over. Ook hier geldt het bevel, bij verzet vooral Joden arresteren en als gijzelaar doodschieten. Und eines Tages ist er nach Hause gekommen und hat meiner Mutter erzählt, dass sie am Meer Gräber graben, sagt er. Und ich glaube, dass die Gräber sind für uns. Ich habe das gehört, er wollte mir nicht erzählen, ich war noch ein Kind. Dann habe ich gesagt, weil mein Vater zur Arbeit geht, ich gehe mit ihm. De duinen van Lipaja. Het toneel van een massamoord op Joden. Willekeurig worden mannen in de dienstplichtige leeftijd bijeengedreven. Wir waren ein paar hundert Leute und plötzlich kam ein Befehl, alle Männer raus. Mein Vater hat zu weinen begonnen, er hat sich geküsst mit mir, hat mir seine Uhr gegeben. Er hat gewusst, das ist das Ende. Filmopname von einem Marineman von der Mordpartei in Lipaja. Ich habe das gesehen, wenn sie da abgeknackt wurden. Ich war ja nur 100, 150 Meter von der Stellung entfernt. Wir hatten einen Waldweg, da hatten wir unser Fahrzeug nicht. Und von da aus konnten wir alles sehen. Die mussten in diese 20, 30 Meter bis zur Grube mussten die hingehen und sich da, wo die Schützen bereit waren, müssen die sich begeben, nicht? Das war immer, schon immer ein Wirbel, wenn die oben noch in der Kante standen und mussten da unten.
Velen zijn er getuigen van. Eén praat er voor het eerst over. Zijn. En ik viel vuur mag moeten. Ik vind dat tijdje mee, dat het is vijf jaar opgekomen worden. Niet? Lipaja is overal achter het front, maar niet iedereen weet het. Neem mijn mantel en breng den vader in gevangenis. Vielleicht neemt men hem zur Arbeit, het wird hem koud zijn. Weil in Europa is het ook in de zomer koud. Ich habe genommen seinen Mantel, ich bin zum Gefängnis gegangen. Dort war der Policeman. Sag ich, schau, mein Vater hat man gestern hier gebracht. Tu mir einen Gefallen, gib meinem Vater, er heißt Meyer Gurwitz, den Mantel. Sagt der Mädchen, wann hat man ihm genommen, deinen Vater? Sag ich, gestern so ungefähr um 5 Uhr. Sagt der Mädchen, geh nach Hause, dein Vater braucht den Mantel schon nicht mehr. Zijn bevel tot moord geldt nog niet voor alle Joden. Maar er zijn al miljoenen mensen in zijn macht. Hij wil ze kwijt, hoe dan ook. Jeden dag waren nieuwe bevelen. Ze zullen niet op dem trottoir, auf dem gehen, wir sollen dann in der Rinne gehen und dann sollen wir diese gelbe Sterne annähen und wir könnten nicht kaufen in gewisse Zeiten und Leute würden von den Reihen irgendwie weggeschleppt und dann dürfen wir kein Radio haben, dann dürfen wir kein Telefon haben und so weiter, immer jeden Tag etwas Neues. Gijzelaars tot nader order. Getekend. Uitgebuit. Vogelvrij. And I remember the scene at home when we were saying goodbye to our surroundings. I remember saying to my father, can I take my bicycle? And he said, you're crazy. I said, what about my ice skates? He said, where are you going to ice skate? Well, can I take my stamp collection? He said, take the stamp collection. Maybe one day we will be able to exchange it with some German for bread. Juli 1941, Balti, Bessarabië. De Joodse bevolking wordt door de Roemeense bondgenoten verdreven en naar verzamelkampen gedeporteerd. From then on, we knew for sure that we were alone and that we were disarmed and that we were with our women and our children and our old people and the sick people. And even then, we did not have any comprehension of how bad it would really become. In de bossen van Oost-Pruisen, Hitlers hoofdkwartier, de Wolfschanze. Hier heerst vertrouwen. Nog even en operatie Barbarossa wordt met een overwinning bekroond. Het ging zeer rasch naar voren. Es wurden russische Verbände eingekesselt, es wurden sehr viele Gefangene gemacht. Dies alles gab uns das Gefühl eines großen operativen Erfolges und Sieges und vermittelte das Gefühl, dass der Feldzug sehr rasch zu Ende gehen würde. Im August habe ich meiner Mutter geschrieben, bis zum September, bis Ende September ist das russische Feld hier zerschlagen. Berlijn, zomer 1941. De mensen denken vooral aan het lot van hun mannen, broers en zoons aan het Oostfront. Twee maanden later wordt de Jodenster in Duitsland ingevoerd. Konden Joden er nog leven?
kein Telefon, kein Radio, keine Plattenspieler, kein Grammophon, keine Fotoapparate, keine optischen Geräte, außer einer Brille, die man tragen musste, durfte man behalten. Das Warmwasser wurde gesperrt, der Fahrstuhl war verboten zu benutzen, die Balkons, die auf den Kurfürstendamm rausgingen, durften nicht mehr betreten werden. In der Küche wurde Gasherde oder Elektroherde versiegelt. Man durfte nur noch auf zwei Gasflammenkocher oder zwei Elektrokochern kochen. Also furchtbare. Man durfte keinen arischen Goldfisch haben, keinen arischen Wellensittiche, keine Blumen, keine Pflanzen. Alles war für Juden verboten. Es war wirklich kein Leben mehr. Eind juli begint de Duitse oorlogsmaschine te haperen. Crisisstemming in de Wolfschanze. Een jaar later geeft Hitler in het geheim toe dat hij zich heeft vergist. Ze hebben die ungehörste rüstung die mensen denkbaar is. Als er iemand gezegd had dat een staat met 35.000 tanks aandrijven kan, dan hätte ik gezegd, ze zijn waanzinnig. 35.000 Panzer. Ja, ik had het vorher niet geahnt, dat wäre mir nog schwer zu Herz gewesen, maar den Entschluss hätte ik dan erst recht gefasst. Denn es gibt ja gar keine andere Möglichkeit. Der Fehler, der dieser Beurteilung zugrunde lag, liegt darin, dass wir an der Front, aber wahrscheinlich auch in der obersten Führung, die Ressourcen dieses Landes, die Tiefe, den Raum dieses Landes, die Kräfte, die noch gar nicht mobilisiert waren, total falsch eingeschätzt haben. Augustus 1941, Minsk. SS-leider Himmler bezoekt een krijgsgevangenenkamp. Hij moet de rust handhaven in de bezette gebieden, met steeds radicalere middelen. Himmler beveelt alle Joodse mannen doodschieten. De vrouwen en kinderen afvoeren. Waarheen? Himmler specificeert vrouwen de moerassen injagen. De massamoord strekt zich nu ook uit tot Jodinnen. Een speciale politieeenheid op mensenjacht. В Ирму Шацкире, я в Нешню, аж бывал там я потерпе, мана мама норе, когда ж бучам нужу дита, су я, не и чё бы, Mijn jatskieren uitplezen, als je niet geleden zo'n mama pasilikte. Als je hier genoeg zoet is zo'n mama, zo'n broerlijke, met zo'n praten kan moesten schouden. Wat gebeurt er met de kinderen als hun ouders worden doodgeschoten? Er kwam een jonges meisje zu ons en erzählte, dat ihre Geschwister, ihre Eltern niet weit van hier bei einer Grube erschossen worden sind. Sie hätte das mit eigenen Augen gesehen und sie sei auch Jüdin. Das waren alles Juden, sagte sie. Ich sei auch Jüdin und sie bete darum, auch erschossen zu werden. Heimelijk gefilmt door partisanen. Scheiding van moeder en kind. Тогда аж продев шаукти, ректи, аж нору пас мама, аж нору пас бролюка, аж не нору гивянти, аж нору отгал. Белая Зерков, Украина, begin augustus 1941. Hier is de 295ste infanteriedivisie gelegerd. Gevechtspauze. Schoten verstoren de rust. Een soldaat gaat op onderzoek uit. Stehen eine Reihe Leute da und machen gleichzeitig einen Purzelbaum. Was soll das? Das habe ich gedacht. Ne? Und bin ja hingegangen, bis ich gesehen habe, dass die erschossen werden. Und sind in die Grube reingefallen. In de bossen is de speciale eenheid 4A. Al dagenlang bezig om honderden Joodse mannen en vrouwen uit Belaya Zerkov te vermoorden. Er was een ältere man met twee vrouwen. Dat moesten zijn töchter geweest zijn. Dat waren die laatste drie.
Der hat die Frau in den Arm genommen. Und dann kam S-Mann, hat sie mit der Pistole erschossen. Nicht Schuss, ne? Aber erst die Töchter und der hat sie gehalten. Und dann war er dran, das ist noch reinbotzelt. Wie jonger ist dan 14, mag aanvankelijk blijven leven. Ja, was met de kinderen? Ja, das geht uns nichts an. Und wir erschießen nur von 16 bis, oder von 14 bis zum Opa. So hat er es nicht gesagt, Opa, aber gesagt, so wir, die Kinder haben ja nichts zu tun. De kinderen van Belaya Zerkov blijven achter, alleen. Opgesloten in een huis aan de rand van de stad. Zonder water, zonder brood. Na een week wordt een eerste groep opeens met vrachtwagens opgehaald om te worden doodgeschoten. Soldaten lichten de legerpredikant en de aalmoezenier in. Ze gaan kijken. Er schüttelt met den Kopf. Und auch die beiden Wehrmachtsfahrer und auch der Oberleutnant. Und wie die das gesehen haben und sind da rumgegangen. Und da haben ihm, das war ja mit uns genau dasselbe, die Tränen in den Augen gestanden. Der Overste grijpt in. Er houdt het transport van de laatste 90 kinderen tegen en wendt zich tot zijn superieur. Veldmaarschalk von Reichenau. Een moderne generaal die zelf ook wel eens gewapenderhand Russen arresteert. Zijn antwoord komt onmiddellijk. Ik bepaal dat de actie die in gang is gezet volledig dient te worden uitgevoerd. De kinderen van Belaya Zerkov worden doodgeschoten. Das Ergebnis dieses Krieges ist für mich ein Verbrechen, an dem wir in alle Ewigkeit zu kauen haben werden. Weil wir also im Grunde genommen jede Menschlichkeit haben vermissen lassen. De beslissing ist gefallen. Ook de kinderen moeten dood. Jahre later probeert SS-leider Himmler dit misdrijf te rechtvaardigen. Wenn Sie fragen, bei den Männern sehen wir das ein, nicht mal bei den Kindern, dann darf ich an das erinnern, was ich in meinen ersten Ausführungen sagte. Wir sind meines Erachtens nicht berechtigt, die hasserfüllten Räucher groß werden zu lassen, damit dann unsere Kinder sich mit denen und unsere Enkel sich mit denen auseinandersetzen müssen. Irmãos Soares, schaudite, ir pradia schaudite, pradia schaudite, kiti pradia bekti, jos no dia vetoi, te as pamacho visa vaisda, sava akim smaja mergaite. Mannen, vrouwen en kinderen. Nu ontspringt niemand meer de dans. De Holocaust is begonnen. Nurenkta, noga, sušaluša, kojas nušalušos, ir aš, mane, kai pradėjo šaudyti, jau užgulė žmonės, tai buvo naktį jau, ir aš buvau užgulta, ir aš atsikėliau naktį, jau žmonės gulėjo visi negyvi, ir aš pabėgau, aš. De plaatselijke bevolking helpt de bezetters bij de moordpartijen. Munitie en drank voor de assistenten. Turėjau šitą atsivežę šnapsų dėžes. Kiek kas norėjo, tas tiek pylė. Nu, kaip sakant, davė išgert, kiek jau tau širdis rūksta, kaip sakant. Nu, paskui, kaip sakant, jau, kaip sakant, šitą matyt, kada aš jau pradėjau veikti tas šnapsas, nu, dar aš jau, kaip sakant, vykdėdavau tą savo operaciją. Tegenover één Duitse politieman staan hier gemiddeld 10 plaatselijke hulpkrachten. Dat was
kada paguldo vaiką po ranka, pati guldo ir užsideda ranką ant jo ir viskas. O kad gint tą vaiką, tai jie negindavo niekad, už tai, kad jeigu jo nešausi, tai jam būtų didesnė kančia, kad ant jo guldo kitą eilę ir taip ir į du žmogus. Jau aš tai stengiausi bent tiesiog šauti per daugiausiai širdies rytį, kad tas lapas geltonas prilipdytas jam buvo, kad jau žmogus greičiau užsibaigtų, jeigu kad paskui išdustų. Aš galvoju, kad jau man galas. Aš negalvoju, kad aš išliksiu gyva. Aš galvoju, ar ne paskui, gal už kokį 5 minučių, mirtis darys savo. Aš iš tik tada pagalvojau išsigelbėti, dar kartą pakartoju, kad aš dykai išvažiavo, dainuodami, girti. Išmėgė tave ir žinai, kad jau tavo darbas vienodas, vienas, ir kitaip neįsisukti. Taip, kaip sakau, kaip miškai tai malkas, kad būtinai reikia į prasivežti, bet pečios atšalus. O čia turi sunaikyti žmonės. En de soldaten aan het front? Vele zijn er nu al bij betrokken. Sommigen ook bij moord. Op bevel of vrijwillig. Of ze worden er getuigen van zonder te durven protesteren. Was wollen sie machen? Sie können jetzt nicht das Gewehr umdrehen und können sagen, was hier passiert. Da musst du dagegen gehen. Das geht nicht. Das ging nicht. Das ging nicht. Zelfs die paar die zich willen verzetten, werken ongewild mee aan de misdaden. Auf der einen Seite kämpfte ich sehr erfolgreich für Adolf Hitler und schoss der SS den Weg mit frei, wie die ganze Wehrmacht der SS den SS-Mördern den Weg freigeschossen hat. Und auf der anderen Seite wäre ich bereit gewesen, an einer solchen Verschwörung sofort teilzunehmen. Soldaten op verlof in Duitsland. Ze vertellen verhalen en geruchten over moordpartijen op Joden. Ich habe es ein Frontpfarrer erzählt und ich habe es meinem Onkel im Reich erzählt, im Urlaub. Die waren so entsetzt, dass sie mir nicht geantwortet haben. Hoe reageren de Duitsers thuis op die verhalen? Es war unser Nachbar, er selber war nicht beteiligt, aber hat es gesehen. Ich habe es dann auch später verdrängt und wie man das eben so getan hat. Man wäre ja zugrunde gegangen, wenn man das alles so richtig verarbeitet hätte und aufgenommen hätte und man konnte nichts machen. Hitlers Generals konnten wel iets doen. Ze hadden kunnen protesteren. Vele wisten, was er achter het front gebeurde en stonden erachter. Die Masse der Offiziere und der Generäle und der Obersten und so weiter, die ich kennengelernt habe, die überwältigende Masse kann man einfach schlechthin als Nazis bezeichnen. Das ist auch der Grund, warum diese Feldmarschälle nie Widerstand geleistet haben. Weil sie hätten vielleicht nicht Juden massenweise zu Millionen ermordet, aber dass man die Juden nach Madagaskar schicken müssen und so weiter, sie waren, dass man Lebensraum erobern muss, dass wir ein Recht hatten, Polen zu vernichten und die Tschechei zu einem Protektorat zu machen, das war für die alle selbstverständlich. November 1941. Minsk. Verstrickt ist die Wehrmacht gewesen natürlich darin, dass sie teilgenommen hat an einem Angriffskrieg. An einem Krieg, der von der obersten Führung als ein Vernichtungskrieg deklariert worden ist oder beabsichtigt worden ist. Und sie ist auch mit Teilen konkret in völkerrechtswidrige Taten und in Erschießungen verwickelt worden.
Dit zijn twee van de meer dan 100.000 moordenaars. Niemand houdt hen tegen. Een politieeenheid in actie op weg naar het Letse Daugavpils. Ze moeten de orde handhaven, mensen doodschieten. Wat betekent dat voor een moordenaar? Ook er was een gebildeter man, also een gymnasiast, wie man sagt. En er hatte hochtrabende ideologische Vorstellungen en had ook na deze Rona-Geschehnisse einmal eine Ansprache gehalten und sagt, was ich hier erlebt, ist furchtbar. Er hat sogar das Wort menschenunwürdig genannt. Aber der Führer weiß, warum er das tut. Beelden uit de bezette gebieden. Een Oekraïens dorp wordt ontruimd. De mannen worden van de vrouwen en kinderen gescheiden. Ze weten niet wat er met hen gaat gebeuren. Beelden die getuigen van willekeur en minachting van mensen. Voor mij was dat irgendwie een onvoorstelbare Schnitt in unseren Lebens- und Weltbildern. Und weil wir da bis jetzt ja der Meinung waren, solche Massenvernichtungen gehen von Kommunismus aus. Und jetzt war das plötzlich das deutsche Kulturvolk, was sowas praktizierte. Konzert für ein Duits Lazarett in Russland. Ein junger Jood, Simon Wiesenthal, werkt daar als Dwangarbeiter. Op een dag wordt hij bij een ziekbed geroepen. Een stervende wil met een Jood praten. Ik hörte een beichte eines Täters. Er sagt: Wissen Sie, ich habe etwas Schreckliches erlebt und auch Schreckliches selber getan. Joden worden opgesloten en levend verbrand. Er sagt, Leute sind aus den Fenstern gesprungen. Ein Vater mit einem Kind, das haben wir gesehen, hat dem Kind mit der Hand die Augen zugedeckt vor dem Sprung. Und auf die Leute haben wir den Befehl gehabt, zu schießen. De stervende SS'er fragt den Jood, ob er ihm kann vergeben. Ich hatte so meine Hand am Bett und je mehr davon erzählt hat, habe ich meine Hand zurückgezogen. Und dann bin ich, ohne ein Wort zu sagen, aus dem Zimmer gegangen.